Digital Ledger. Nutzungsbedingungen, die können wir natürlich akzeptieren. Nicht, dass wir eine andere Wahl hätten. Okay, wir müssen einmal durchscrollen. Los geht's. Okay. Na. So, wir sind durch. Wir stimmen der ganzen Geschichte hier zu. Wie gesagt, nicht, dass wir eine andere Wahl hätten. Und damit willkommen zu Let's Test the Four Kings Casino and Slots. Ein neues Free-to-Play-Game, was ich im PlayStation Store gefunden habe. Und ja, wir machen mal wieder einen kleinen Test dazu, ob das Spaß macht und was man hier so alles machen kann. Willkommen im Vier-König-Casino und den Automaten. Sobald Sie die Orientierung gefunden haben, werden Sie imstande sein. Okay. Kayla de Portier, willkommen im Four Kings Casino. Da das Ihr erstes Mal hier ist, sind wir glücklich, Sie mit diesem schmeichelhaften Hotelzimmer zu versorgen. Sobald Sie mit dem Anschauen fertig sind, kommen Sie zu einem Gespräch zu mir für ein anderes Geschenk, um Ihnen zum Start zu helfen. Okay, alles klar. Also, wir haben hier ein kleines, schickes Hotelzimmer gekriegt, wie ich sehe. Wir können gar nichts machen. Tipp, drücken Sie X, um mit den Leuten und Gegenständen im Casino zu interagieren. Geht klar. Der Concierge. Kayla de Portier, das Casino hat Ihnen schmeichelhafte Chips gegeben. Gehe durch das Schlafzimmer zum Balkon, um sie zu sammeln. Was sind denn schmeichelhafte Chips? Die meinen wohl kostenlose. Aufgaben können vollendet werden, um Chips zu verdienen. Vollenden Sie diese Aufgaben zu lernen, wie man das Spiel spielt und Belohnungen bekommt. Okay. Aufgabenliste, Karte, Hauptmenü. Mein Gott, das ist ja richtig kompliziert hier. Also, wir können auf jeden Fall hier laufen. Und was liegt hier rum? Weiß ich nicht, eine Fernbedienung. Da wollen wir mal gucken. Ein bisschen abgehackte Steuerung hier. So, was haben wir hier? Großartig, Sie haben sie gefunden. Wenn Sie bereit sind, werde ich Ihnen die Casino-Vorhalle zeigen. Kleidung, um Eindruck zu machen. Ja, die deutsche Übersetzung ist da ein kleines bisschen fehlgeschlagen, aber was soll's. So, Hut. Baseballmütze, Beanie, nein, das wollen wir nicht. Brillen, Sonnenbrille, ja, sicher. Ja, Sigi, die passt direkt. So, Ohrringe, nein, Körper, kariertes Hemd, The Four Kings T-Shirt, klassisches T-Shirt, Tanktop. Okay, das ist ein bisschen armselig. Klassisches T-Shirt, klassischer Pullover, Kapuzenpullover, The Four Kings T-Shirt. Na, nehmen wir mal das, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Linkes Armband sieht man eh nicht, linke Hand, rechte Hand, was kann man denn da haben? Nichts in der linken Hand. Okay. Dann für die Beine, nehmen wir mal eine klassische Hose, würde ich sagen. In der Farbe, wie kann man die Farbe wechseln? Favorit ausstatten, wie kann man die Farbe wechseln? Kann man die irgendwie wechseln? Kann man doch bestimmt, oder? Ja, was weiß ich. Nein, das sind Shorts, die wollen wir nicht. Ja, wir nehmen so eine klassische Hose. Ich hätte die zwar gerne ein bisschen dunkler gehabt, aber ist schon in Ordnung. Füße, klassische Schuhe, schauen wir mal, Stiefel. Ja, das sieht doch gut aus. So, das nehmen wir doch direkt mal an hier, die ganze Kiste. Sie können Ihren Avatar in der dritten Personweise sehen, indem Sie wegzoomen. Okay, ja, ich bleibe aber bei der ersten. Okay, müssen wir jetzt machen? Kamera herauszoomen. Ah, okay, das ist eine Aufgabe, das müssen wir machen. So, fokussieren, der Größe anpassen. Kamera herauszoomen. Ja, wie genau soll das funktionieren? Ah, okay, so. Das gute Aussehen. Sie können Ihre Ausrüstung und Eigenschaften jederzeit durch das Hauptmenü ändern. Sie können es öffnen, indem Sie drücken, aber jetzt wollen wir einige Spiele spielen. Verwenden Sie die Tür neben mir, um zum Casino zu gehen und dort zum großen Gewinn zu gelangen. Yes, baby. Okay, täglich, wöchentlich, Tanze, Belohnungskalender, 100 Chips. Okay. Ja,
Das ist also unser Profil. Lassen wir das mal sein. Was haben wir hier? Globale Reihe, VIP-Status, alles klar. So, ich hätte aber ehrlich gesagt lieber wieder die First Person. Genau. So. Kayla, dann gehen wir mal hier durch. Wie komme ich hier durch? Ah, okay, einfach X drücken. Gut. Sehr, sehr, sehr schön. Das läuft also. Bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel gewinnen können, aber so ein kleines Intro kann nicht schaden, würde ich sagen. Jetzt wissen wir wenigstens, worum es geht. So, Super Slots. Zeit, um das Casino zu schlagen. Am Anfang durch das Spielen der kostenlosen täglichen Super Slots gehen Sie zu einer Maschine und drücken Sie Kreuz. Das ist gerade eine der Wege, um freie Chips jeden Tag zu verdienen. Ja, an die Gewöhnung sage ich schon. An die Übersetzung hier muss man sich ein bisschen gewöhnen. Ja klar, das Laufen war auch schon mal einfacher, aber was ist hier los? Der ist gestorben hier, oder? Was macht der hier? Keine Ahnung. Ja, was soll ich jetzt machen hier? X. Chip gehalten. Chip kaufen. Geschenk Chip. 250 kostenlose Chips, verfügbare Pässe. Okay. Geschenk Chips. Ah, okay. Das kostet. Chips kaufen. Das kostet auch. Kostet irgendwie alles hier. Okay. So. Spiele in den täglichen Superslots. Ja, jetzt ist die Frage, was ist denn hier ein tägliches Superslot? Das müsste ich jetzt erstmal hier rausfinden. Glücksrad. Was haben wir hier? Video Blackjack. Ja, Video Blackjack gefällt mir. Ich will Video Blackjack spielen. 11.000 haben wir. Na, das ist ja gar nicht mal so wenig. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einem Einsatz von 200 an. Starten das Spiel. Okay, wir sind 18, aber da hat schon direkt jemand einen Blackjack, dieser Verdammte. Das bedeutet, wir müssen natürlich eine Karte nehmen und hoffen, dass wir auch auf... Ach, da oben sind wir. Ja, hat ja keinen Sinn. Wir müssen ja... Bist du sicher, dass du noch eine... Du hast 20. Ja, aber da hat doch einer Blackjack oder gewinnt, keine Ahnung. Ja, ich verstehe es nicht. Gut, keine Karte. Aber damit haben wir ja trotzdem nicht gewonnen. Keine Karte. Keine Karte. Wie, 11? Wieso habe ich jetzt wieder 11? Okay, ich verstehe das Blackjack hier irgendwie nicht. Wie, was ist das denn? Auf einmal bin ich da unten? Yo, ich spiele hier alle, oder wie sehe ich das? Neun. Ja. Ah, okay, ich spiele mit den ganzen Karten gegen die Bank. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich will nur eins spielen. Ja, okay, nochmal spielen. Jetzt habe ich das System wenigstens verstanden. Komm her. Okay. Alles klar. Also, da haben wir 12. Da nehmen wir natürlich noch eine Karte. Kommen auf 15, nehmen noch eine Karte. Ich fick mein Leben. 24. Okay, hier halten wir. Da halten wir auch. Ja, da müssen wir eine Karte nehmen noch. Das ist okay. Halten wir. Da brauchen wir noch eine Karte. Verdammte Hacke, da brauchen wir auch noch eine Karte. Verdammte Hacke, und da brauchen wir auch noch eine Karte. Noch eine Karte, noch eine Karte. Verdammt nochmal, ey. Na komm, lassen wir's. Okay, die haben 14. 18! Verdammt. Okay, eine Runde spielen wir noch. Nochmal spielen. Das ist ja irgendwie eine Kacke hier, ne? Naja. Aber ein bisschen Spaß macht's, was soll ich sagen? So. Also, da brauchen wir Karte. Noch eine Karte. Nicht wieder über Bord. Das gibt's doch gar nicht, ey. 18 halten wir fest.
16 ist schwach. 16 ist schwach, aber da überbieten wir wieder keine Karte. So, was nehmen wir da? 18 halten wir, 18 halten wir und 16, 17 halten wir. So, der hat 11, der hat 12, der hat 22. So, damit haben wir jetzt mal richtig dick abgesahnt hier. 250, bumm. Okay, gehen wir mal auf 600 Einsatz. Ja, ich werde das Spiel eh nicht oft spielen, das sehe ich jetzt schon. Also, kann man mal ein bisschen riskieren hier. So, 18, keine Karte. 5, 15, 16. Na komm, halten wir fest. 19 halten wir fest, 13 ist schwach, 18 halten wir fest, 17 halten wir fest, 20 halten wir fest, 15 nehmen wir eine Karte, fuck. 10, 14, 19, Schwein. Okay, damit hat er uns bis auf 2 überall platt gemacht, das war jetzt natürlich böse. Spielen wir nochmal mit 600 Einsatz. So schnell geht das Geld weg hier. Okay, der hat einen 10er als Anfang. Das heißt, 13 wird auf jeden Fall zu wenig sein. Dann nehmen wir noch eine Karte. Ja, komm, das wird überboten sein. Boah, und was für ein Pech, ey. Okay, 17 halten wir fest. 12, das halten wir natürlich fest. Halten wir fest. 12, 17 halten wir fest. Hier nehmen wir eine für 17. Oder? Na, obwohl, da haben wir auch haben wir 3x 17, also das könnte echt eine gute Runde werden jetzt. Nein, der hat 20, was für ein Wichser! Ey, unglaublich. Unglaublich, ey. So, 6 Karte, 12, 15, komm, nehmen wir noch eine, das ist zum Kotzen, ey. 14, mein Gott, ey, 16... Auch wieder überboten. 15, 16 müssen wir jetzt halten. Ja, das halten wir alles hier. Damit wir wenigstens ein paar kriegen. Haben wir einen gewonnen. 150, ey. Gratulation, du hast eine Belohnung erhalten. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Mann. So, 16. Nehmen wir eine Karte. 17 halten wir fest. 20 halten wir fest. 15 nehmen wir eine Karte. 20 halten wir fest. So, jetzt geht es ab hier. 13. 20 halten wir fest. Die 16 halten wir hier auch mal fest. Und 15. 16 halten wir doch fest. Und... Ah, fuck, da haben wir uns überboten. Der hat 17. 1, 2, 3. Ah, okay, aber 3 Stück gewonnen. Naja, immer noch unter dem... Einsatzniveau. Na komm, wir setzen mal eine Runde mit 1000. Du bist dabei, einen großen Teil deiner Bestände auf einer einzigen Wette zu wetten. Bist du sicher? Ja, komm, die 800 nehmen wir aber mal. So, da haben wir doch, da haben wir doch! Zwei Blackjacks direkt und eine 20 mit dabei. Das hat sich gelohnt. Die 16. Ja, da nehmen wir mal eine Karte. Ist okay, dass wir uns da überboten haben. Das passt schon. Hier sind wir auf Blackjack nämlich. So. Was ist denn hier los? Ah, ich habe die 12 jetzt gelassen, ich Idiot, ey. Ah, bin ich ein Misthaufen, ey. Übersprungen, ey. So nämlich. Da, was ist denn los? Glückwunsch. Ja, gib die dicken Gewinne her damit. Schön, big win. 1900. So wollen wir das nämlich sehen. Genau so soll das sein. Okay, jetzt habe ich hier gewonnen. Jetzt kann ich hier ohne Probleme weggehen. So, was haben wir denn hier? Treasure Trap. Ja, da wollen wir auch mal gucken, was wir hier gewinnen können. Spiele den täglichen Superslot. Ja, alles mit der Ruhe. Alles mit der Ruhe. Wir haben Zeit. So, was ist hier los? Hat sich die Kiste jetzt aufgehangen hier? Ne, Treasure Trap. Okay. Einsatz 100. Ist okay. Aktuelle Autospiele. Ja, wie starte ich denn die Geschichte hier? Mal gucken. Machen wir mal so. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Ich glaube, das ist scheiße. Ah, da haben wir doch irgendwas gewonnen. Was haben wir da gewonnen? Habe ich jetzt nicht gesehen so schnell. Aber irgendwas haben wir gewonnen auf jeden Fall. So, mal gucken hier.
Oh, da haben wir wieder irgendwas gewonnen. 60 Dollar oder 60 Münzen. Naja, wir brauchen 100 für einen Drücker, also ist das wahrscheinlich nicht so toll hier. Okay, da haben wir jetzt mal gar nichts gewonnen. Und mal wieder gar nichts gewonnen. Wild. Oh, Big Win. Her damit. Gib mir die Big Wins hier. Sehr schön. 460 Taquitos. So will ich das nämlich sehen. Zweimal Wild. So ist das lecker. Okay. Ja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Gibt es hier auch irgendwo eine Tabelle, wo steht, was ich überhaupt kriegen muss und was das überhaupt gibt? Dein Chipguthaben? Ne, leider nicht, scheinbar. So, drücken wir mal hier. Okay. Ja, so richtig bin ich hier hinter das System noch nicht gekommen, muss ich ehrlich sagen. Aber das wird schon, das wird schon. Oh, das muss jetzt aber knallen hier. Da habe ich ja, lese ich ja nur Wilds hier. Komm, gib her, die Tacken. Was? Mehr nicht? Guck mal, wie viele Wilds ich da habe. Da ist ja wohl eine Frechheit. Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay. Das war's. Was ist denn jetzt los? Find the lost treasure. Jedes Zimmer des Tempels hat eine geschlossene Tür. Wähle eine Hieroglyphe, um nach dem Schlüssel zu suchen. Wenn Sie einen Edelstein finden, gewinnen Sie Chips und können die Suche fortsetzen. Gelangen Sie durch die drei Räume, um das Ende zu erreichen. Wenn Sie den richtigen Pfad wählen, werden Sie den Schatz Ihrer wildesten Träume finden. Okay, wählen Sie einen Pfad. Ja, ich will nach links gehen. Ist das gut oder schlecht? Wahrscheinlich schlecht. Was weiß ich? Hat das jetzt irgendwas mit Wissen oder ist das einfach Glück? Boah, ich habe einen Edelstein gefunden. Geil. Ist das gut? Das ist bestimmt geil. Nein! Totenkopf! Fuck. Okay. $200 Gewinn. Na, Mist, ey. Okay, das waren hier sowas wie die Freispiele. Ich weiß nur nicht, was man für diese Freispiele bekommen muss. Das ist hier die Frage, die sich mir stellt. Okay. So, was haben wir denn da? Nickes. Wieder Nickes. Ein paar Dollar. Ah, okay, das sind diese Bonus-Dinger. Okay, habe ich verstanden. Da kriegt man also die Freispiele für. Sehr schön. Okay, so, diesmal gehen wir in die Mitte hier. Das reicht mir das aber. Volle Möhre auf Mitte. So, Edelstein. Ach, Leute! Fuck! Was für eine Scheiße. Ärgerlich, aber man merkt schon, das Spiel, das hat einen gewissen Suchtcharakter hier, also da kann man sich auf jeden Fall mit abgeben hier. So. Ja, wieder Bonus, es läuft, Leute. So. Also, links und rechts hat uns bis jetzt kein Glück gebracht. Alter Schwede, ist es denn noch zu fassen? Also, ich weiß es nicht mehr, ob das so korrekt ist, was das hier macht mit mir. Oh, ich will wenigstens einmal durch diese erste verdammte Tür kommen, ey. Da kann doch so viel nicht verlangt sein, ey. Meine Herren, ey. Boah, fast jede Runde kriege ich hier Freispiele und ich komme nicht einmal weiter, ey. Mann, doch.
Komm, gib mir direkt nochmal Freispiele her hier. Big Win. Big Win ist immer gut. Boah, was ist denn hier los? 600. 680. Geil. Geil, geil, geil. Also, die Maschine, die läuft hier. Hier macht man auf jeden Fall ein gutes Plus hier, sag ich mal. Was haben wir hier wieder gewonnen? Oh, immerhin auch 100 Dollar, ne? Leck mir am Arsch. So, da lasst mich schauen hier. Auch wieder 105 Dollar. Schmeckt lecker. Ich will wieder diese Freispiele haben. Gib her. Wieder über 100 Dollar, ey. Das ist nicht verkehrt. Ich meine, wir haben zwar auch 100 Dollar Einsatz, aber trotzdem. Ah, jetzt momentan ist er nicht so großzügig hier mit den Freispielen, wie ich sehe. Wild, wild, wild. Oh, oh. Ich glaube, das ist gut. Boah, 1000. Schaut euch das an. 1500. Leck mich am Arsch. Was ist denn da so wertvoll? Wahrscheinlich diese Katzen oder was, ne? Jo, ey. Geil. Geil! Okay, nächste Runde. Ja, 35 Dollar. Okay. Komm. Oh, schade, da wären fast wieder die Vögel gewesen. So langsam habe ich das System hier verstanden, was dahinter steckt. 60 Dollar. Komm, sieh mal zu hier, dass ich hier mal wieder so eine Runde Freispiele kriege hier. Was ist denn los? Habe ich den ganzen Tag Zeit oder was ist da los? Ah, der will mir gerade keine Freispiele geben hier, wie ich das sehen muss. Das schmeckt mir aber gar nicht so lecker. Okay, da haben wir wieder einen Big Win eingefahren. So, und das läuft. 880. Schön her damit. So, einmal will ich aber noch diese Freispiele hier wenigstens haben. Kommen Sie zu hier. Ja, komm da, 20 Dollar da. Ah, die lassen sich nicht erweichen momentan. Das läuft nicht. Na gut, der hat wohl keine Lust hier mehr, der Treasure Trap, wie ich das sehe. Da müssen wir uns mal ein anderes Spiel suchen hier, boy. Der gibt ja ohne Ende zu tun, ne? Das muss man echt mal sagen. Was haben wir denn hier? Okay, das ist ein Bankautomat, da ist VIP, Fish and Chips, was haben wir denn hier? Wir als glorreiche Fishing Planet Spieler müssen doch hier eigentlich Glück haben. Komm her, lass mich da dran, ich will spielen, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben, was die Aufnahme hier angeht, deswegen alles mit bisschen Bewegung. So, wir erhöhen mal ein bisschen hier den Einsatz, würde ich sagen, ne? Ja, 250 ist da okay. So, drehen wir mal die ganze Kiste hier und schauen mal, was hier passiert. Ah, da oben haben wir zwei Aale. Bringt das was? Ja. Schauen wir mal. Krabben, Bonus. Wild. Oh, 300 Dollar. Also ich verstehe zwar in keinster Weise, wie sich die Gewinne hier zusammensetzen. Aber solange die in irgendeiner Form irgendwas geben, ist mir das eigentlich auch relativ egal, wie die sich zusammensetzen. Wir haben ja ein bisschen Plus gemacht, deswegen können wir jetzt hier mal ein bisschen wirtschaften. Wild, Bonus. Ah, da haben wir auch wieder so Bonus. Schade, wir haben nur zweimal gekriegt. Ich würde natürlich gerne auch den dritten haben. Wild, so einige Clownfische sehe ich da.
Ganz große ist es jetzt noch nicht hier. Wieder ein paar Wilds, Schildkröten, Bonus. Na, come on! Okay, die Wilds, die sind hier ein bisschen mürrisch, glaube ich. Und die Bonus auch. Also die wollen noch nicht so recht. Wild haben wir hier. Da haben wir wieder einen Bonus. Aber mit einem kann ich nichts anfangen. Ich brauche drei, denke ich mal. Na komm schon. Wild, Wild. Bonus. Ich brauche mehr Bonus. Ah, da waren schon zwei Bonusse jetzt, ne? Da hat nur einer gefehlt. Da ist der erste, da ist der zweite. Ah, da fehlt der dritte. Verdammt normal, ey. Erste. Hm. Was ist das zum Kotzen? Bonus. Abfucker. Na gut, das wird wohl hier, glaube ich, nichts, habe ich so das Gefühl. Wir machen mal noch zwei, drei Umdrehungen hier. Ja, diese Bonusspiele hier hätte ich gerne noch gesehen, aber das scheint mir nicht vergönnt zu sein. Naja, was soll's auch sein. Ja, also ich muss sagen, das ist jetzt sicherlich kein Spiel, an dem ich mich jetzt Tage, Wochen lang aufhalten kann. Sicherlich nicht. Aber ich muss trotzdem sagen, dass es irgendwie Spaß macht. So, ne? So auf irgendeine Art und Weise ist das ein lustiges Spiel. Und ja, von daher, wir können ja hier nochmal ein bisschen rumgehen. Treasure, irgendwas. Dann haben wir hier Jacks or Better. Dann haben wir hier noch Kengo, also auch noch irgendein Spiel. Blackjack geht hier lang. Okay, da können wir also normales Blackjack spielen. Das können wir auch nochmal ausprobieren kurz. Finde ich auf jeden Fall an sich gelungen. Klar, es ist ein Free-to-Play-Titel. Wie man jetzt mit seinen Chips haushalten kann, das weiß ich auch nicht so genau, ob das auf lange Sicht alles funktioniert. Aber ich bin, ja, man kann es sich einfach mal runterladen, würde ich sagen, und einfach mal ausprobieren. Ein bisschen Spaß macht es ja doch. Von daher hätte ich jetzt kein Problem damit. Okay, hier sind wir. Video Blackjack. Gibt es hier auch irgendwie einen normalen Blackjack-Tisch? Was haben wir denn hier? Okay, da ist einfach nur Zierde hier. Ah, okay, hier haben wir also einen Blackjack-Tisch. Ja, hier möchte ich mich dann gerne auch dran setzen. Mal kurz, wenn gleich, boah, habt ihr das gesehen? Einsatz machen wir mal 50, mehr geht nicht. Ah, 200 mal reinpfeffern. So, ja, Regeln, die Regeln kenne ich. Man muss auf 21 kommen. Wo sind meine, warum bin ich rausgegangen? Ach so, warte auf das Ende des laufenden Spiels. Alles klar, das habe ich natürlich verstanden. Ja, wenn die Aufnahme gleich abbrechen sollte, dann haben wir die Stunde voll. Ich verabschiede mich schon mal. Das dürfte eigentlich nicht mehr so lange dauern. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Und 200 fortsetzen. Genau, auf andere Spieler warten. So, wir haben eine 5, wir haben eine 13. Wie kann ich jetzt eine weitere Karte fordern? Ja, 13 gib her nochmal. Ah. Okay, ich habe jetzt nichts gekriegt, oder was? Ja, komm, einmal probieren wir das noch hier. Okay, wir haben eine 14 gekriegt.
Der Geber ist auf 8. Ja, gib mir mal eine Karte her hier. 20, ja lecker. So wollen wir das nämlich haben. Keine Karte. Nicht bist du drüber, du Sau. Der Geber ist auf 13. Auf 17. Die Runde muss ich doch wohl gewonnen haben, oder wie sehe ich das? Sieht so aus. Okay, das hier ist also ein normaler Black. Ist hier ein Hund? Hier ist ein Hund. Der stolziert hier aber durch die Gegend. Ja, das war das Let's Test Video zu The Four Kings Casino. Wie gesagt, probiert es einfach mal aus, wenn ihr ein bisschen Langeweile habt oder was. Kann man hier, glaube ich, ein paar ganz nette Stunden haben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, alles Gute. Ciao.